der Frank Jansky. Bin Rechtsanwalt, Jahrgang 67, komme aus Sachsen-Anhalt und ich bin 2003 zu diesem Thema Geld intensiver gestoßen. Bin ja vom Hause aus Jurist und insofern nicht zunächst mit dem Thema Geld, wie es entsteht und welche Mythen sich um dieses Geld ranken, konfrontiert. Aber 2003 trat schon eine Situation ein, die mich veranlasste, da mal intensiver hinzugucken. Und zwar hatte ich Mandanten, die einfach sagten, sie können nicht mehr zahlen. Sie haben kein Geld mehr, um die Rechnung zu bezahlen. Und damit war die Frage gestellt, wie weiter? Es gibt dafür dann sicher verschiedene Möglichkeiten. Und eine dieser Möglichkeiten ist natürlich, bis zum Gerichtsvollzieher zu gehen und seinen Nachbarn sozusagen pfänden zu lassen. Aber das tut man im ländlichen Raum geflissentlich nicht. Man pfändet beim Bäcker nicht, bei dem man täglich sein Brot und seine Brötchen kauft. Man pfändet auch nicht beim Gaststätteninhaber, wenn man dort seine Familienfeiern ausrichtet. Also muss man sich im ländlichen Raum irgendwas anderes einfallen lassen, wie man miteinander umgeht. Und da stellte sich uns die Frage, was wir da tun können. Und wir kamen auf die Idee, unser eigenes Geld zu machen. Und so entstand bei uns in der Region Regionalgeld. Wie erleben Sie die globale Finanzkrise? Also zunächst, wer Regionalgeld besitzt, guckt entspannter auf die gegenwärtige Situation an den Finanzmärkten, weil man hat ein zweites Standbein. Und auf zwei Beinen lebt es sich gewöhnlich etwas leichter. Und wenn jetzt das eine Standbein etwas wegbricht oder nicht so leicht zugänglich ist, dann nimmt man halt intensiver das zweite Standbein. Man guckt also, dass man intensiver Regiogeld einsetzt. Ansonsten hat man ja mit dieser Finanzkrise zunächst primär nichts zu tun. Solange das Geldwesen, also die Abwicklung der Bankgeschäfte funktioniert und man nicht gerade selbst in riskante Geldanlagen investiert hat, hinterfragt man das bis heute nicht. Und das nimmt man eigentlich auch in den Gesprächen wahr. Es ist da irgendeine Bedrohung, aber wer da nicht hinter die Kulissen schaut und was sich da zusammenbraut, den spürt es eigentlich so direkt aus meiner Sicht noch nicht. Kann Regiogeld das Bewusstsein über Geld verändern? Wenn man sich einmal damit befasst hat, hat man eine Vergleichsoption. Also wer selbst mit Regiogeld befasst und wer Regiogeld macht, der stellt sich Fragen von Transparenz automatisch und von Fragen der Einwirkung auf das Geldsystem, also Fragen nach direkter Demokratie. Man stellt sich die Frage nach Gemeinwohl. Aber man hat einen Vergleich. Solange man sich damit nicht auseinandersetzt, fehlt einem so direkt die Vergleichsmöglichkeit. Und daher natürlich auch die Möglichkeit, Kritik überhaupt zu üben oder beziehungsweise die Hintergründe zu erfassen. Also der Vergleich ist schon wichtig, damit wir überhaupt irgendwie eine Lehre aus dem ziehen können, was wir heute erleben. Brauchen wir also mehr Vielfalt bei den Geldsystemen? Ich gehe fest davon aus, dass der Staat in dieser Situation nicht inaktiv bleiben wird. Er wird wahrscheinlich zu mehr Regulierung greifen. Man hört es und man spürt es ja bereits. Und es wird darauf sicher hinauslaufen, dass wir mehrere Systeme nebeneinander haben werden. Also zum einen ein gesetzliches System, was vom Staat reguliert und kontrolliert wird. Und daneben wird man sich darauf einstellen müssen, dass es viele verschiedene Systeme gibt, die ja heute schon eigentlich da sind, aber noch nicht in der Wahrnehmung sind. Also wir haben ja bereits Konzerngelder, wir haben Miles & More, wir haben Payback, wir haben Regionalgelder. Wir haben unter Umständen schon Sozialgenossenschaften, wir haben Tauschringe, also wir haben ein Counter-Trade-System, Barter-System auf dieser Welt. Also insofern haben wir eigentlich schon eine Welt von mehreren Währungen, die nebeneinander stehen. Aber man muss sie als solche verstehen und bereit sein, auch diese Währungen miteinander auszutesten und dann gegebenenfalls die zu nehmen, die einem am besten passt. Müssen wir also jetzt alle selber geldmächtig werden? Der Ansatz müsste eigentlich schon sein, sehr frühzeitig, schon eigentlich in der Schulbildung damit zu beginnen, die Kinder daran zu gewöhnen, dass es unterschiedliche Systeme gibt. Kinder sind da, denke ich, noch eher aufnahmebereit. Sie setzen ja in ihrem Kaufmannsladen auch noch ihr eigenes Spielgeld ein und lernen eigentlich spielerisch den Umgang mit Geld. Wo also liegen die Chancen der Finanzkrise? Diese Krise zu gestalten und natürlich seine eigenen Chancen darin zu sehen, besteht natürlich darin in der Eigenverantwortung und der selbstständigen Tätigkeit. Das ist ganz wichtig. Das ist im Leben immer so, wenn es Probleme gibt und dann fangen die Menschen erst an. Also es bedarf, glaube ich, erst des Außenimpulses, eines bestimmten Drucks, damit Menschen sich in Bewegung setzen und gucken, was gibt es noch und ein bisschen eigenständiger werden an dieser Stelle. Wie wollen Sie die Menschen mit Ihren Denkanstößen erreichen?
Also die Präsenz des Thema Regiogelds hat ja in den letzten Jahren massiv zugenommen. Also wenn ich gucke von 2003 bis 2008, also 5 Jahre, dann ist mit Regiogeld eine Bürgerbewegung unterwegs in diesem Land oder insgesamt in Europa, die es zu beachtlicher Aufmerksamkeit geschafft hat. 2006 ist Regiogeld in den Duden aufgenommen worden. Das heißt, dieser Begriff Regiogeld ist so häufig benutzt worden, dass er schon zum allgemeinen Wortschatz gehört. Die Politik schaut darauf, die Landtagsabgeordneten werden darauf aufmerksam. Es gibt Banken, die mittlerweile bei Regiogeld mitmachen und die Anzahl der Nutzer in Regiogeldsystemen, die funktionieren, nimmt stetig zu. Also auch die Unternehmen, die dazu stoßen. Wir haben ja Wachstumsquoten, die ansonsten in der realen Wirtschaft völlig ungewöhnlich sind. 100 Unternehmen pro Jahr Zulauf als neue Teilnehmer bei Regiogeldsystemen sprechen eigentlich für sich.